Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Schuhe für Waisen genäht. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz na, toll. Schmerz. Haben Sie gehört? Ich sagte es, ist Ihnen gleich. Hören Sie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Kommst du wieder? Ach, du bist doch die Frau von dem Test. Hallo? Was war das? Ist das Wasser? Riecht es hier angebrannt? Wo gehen wir hin? Wie war das? Sagten Sie etwas? Wer bist du? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Da sind... Riecht es hier angebrannt? Hey, sieh dir das an. Nein, das andere. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil... Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben, eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier, ganz formell, ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert, das ist auch komisch. Fertigglasur. 3 bis 4 Tassen Speiseöl. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Ah, shit. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Das geht mir jetzt auf den Keks langsam. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Wo ist jetzt das? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Hallo. Oh, Mann. Hab ich schon mal erwähnt, dass mir das gerade voll auf Keks geht? Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Wir Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja,
Sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht... Ja, ich bin tot. Ha, Leute. So ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was ist das? Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Krankanlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Du wieder? Ach, du bist doch die Frau von dem. Riecht es hier angebrannt? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Was ist das? Das ist ihnen ganz gleich schlimm. Was ist das? Was ist das? Da riecht es hier angebrannt. Geh sie dir das an. Nein, das andere. Mann! Meinen? Haben Sie gehört? Ich sagte es. Alte, geh weg! Hören Sie? Die Frau von dem Test. Hallo? Was war das? Ist das eine Waffe? Wohin riecht es hier an? Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Hey, sieh dir das. Riecht es hier angebrannt? Sie glauben mir zu schaden. 2 + 2 ist... 10. Mir geht's besser. Ich hab sie mit... Ich will sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben, eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen, nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht sie in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier, ganz formell, ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert, das ist auch komisch. Organverbindungen in Fischform. Apropos Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Klang als ich noch... absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben.
dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das MC, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Gut gemacht. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug, ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Sie bewegen sich noch, aber... Glauben Sie mir, Sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe Sie aus dem Speicher gelöscht. Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Oh. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Sie gehört, ich sagte es, ist Ihnen gleich. Hören Sie? Nein! Nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh! Ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja. Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Du bist doch die Frau von dem Test. Hat dich das hier angebrannt? Was war das? Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's besser. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben, eine große Party. Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Butter oder Margarine. 1 2/3 Tassen Kristall. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Schatz.
als ich... war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben? Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr, so wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos. Und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Gut gemacht. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug. Ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe Sie aus dem permanenten Speicher gelöscht. Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Schwarzwälder Kirschtorte. Ich mag Schwarzwälder Kirschtorte. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart,
So, liebe Leute, wir haben das gesamte Spiel durchgespielt. Oh Gott. Also wirklich dieser Chor, dieser Wutchor von Gladys, das war ja wirklich schrecklich. Also ganz ernsthaft, da war furchtbar, den da runter zu pflücken aus der Luft. Wieso auch immer er da gehangen hat. Ja, Portal. Ich kann nicht wirklich viel zu Portal sagen. Ihr habt mitgekriegt, ich bin zum Teil wirklich verzweifelt, aber es ist ein Spiel, das Spaß macht. Es ist ein kurzweiliges Spiel, es macht Spaß und ja, ich glaube, darauf kommt es an. Und jetzt habe ich Portal nicht mal gezockt. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich endlich mitreden. Und ihr könnt erzählen, wie schlecht ich war. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon, ich werde dieses Special jetzt Stück für Stück hochladen, die Videos. Und ich hoffe, es hilft euch irgendwie weiter, wenn ihr stecken bleibt. Wow, da ist auch unser Freund, der Companion Cube. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss fürs Zuschauen.